So, Freunde, es geht weiter mit einer neuen Folge von Outlast 2 und wir kriegen erstmal einen Stein ins Gesicht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir lassen uns erstmal töten. Das waren keine Steine, das waren Pfeile. Das habe ich in den letzten Folgen gar nicht mitbekommen. Ich dachte, das waren Steine, aber anscheinend waren es Pfeile. Bietet sich jetzt ganz gut an, dass wir gestorben sind. Oh Mann, ey. Wir müssen jetzt irgendwie hier mal gucken, dass wir den Pfeilen und allem drum und dran ausweichen und dem Gegner mal einfach mal vorbeilaufen. Das wird nicht so einfach. Haben wir in der letzten Folge gesehen, das ist richtig tricky, der Typ. Mit seinem Kind da auf dem Rücken. Die treffen ziemlich alles, sind sehr treffsicher. Und hier wurde dann alles extrem heftig. Weh. Komm. Müssen wir gucken. Hä? Was ist denn da, Lu? Was ist denn da passiert? Das war jetzt ein bisschen Frustmoment aller Outlast 2. Meine Fresse, das ist aber nicht schön. Das sind keine schönen Punkte jetzt hier gerade mal. Da vernünftig zu Oh, der hat mich getroffen mit einem blöden Pfeil. Der hat mich auch getroffen. Oh, jetzt muss ich mich heilen. Und krieg einen Pfeil in den Nacken oder wo auch immer. In die Brust. Das ist natürlich tricky. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir brauchen, um dieses Kapitel hier abzuschließen. Ohne, dass uns jetzt wieder irgendwelche Pfeile töten. Besonders das Quicktime-Event hier. Das war ja auch wieder tricky. Und dann haben wir schon wieder Pfeile in den Rücken bekommen. Oh Gott, jetzt kriegen wir auch schon wieder Pfeile ab. Ich sehe den Typen nicht mal. Ich habe ihn nicht mehr gesehen und der hat schon auf uns geschossen. What? What? Jetzt mal ehrlich, what? Was soll das? Dann versuche ich ja direkt an dem vorbeizulaufen. Macht vielleicht mehr Sinn. Ja, jetzt trifft er mich zwar. Hey, verpiss dich. Jetzt kommt direkt der nächste Pfeil in den Rücken rein. Wir können uns nicht mehr bewegen. What the fuck? Was ist das für ein Mist, ey? Was ist das für ein Sinn, ey? Ich hock mich mal hier hin. Da kann er mich auf jeden Fall nicht treffen. Und die kommen auch noch. Die kleinen Missgeburten da. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall hier... Weg mit dir. Und jetzt geht's weiter. Nee, nicht zurück in den Wald. Hier ist auch noch einer. Können wir echt nur noch hierher laufen. Und ich vermute, das ist der falsche Weg. Weil in der letzten Folge sind wir auch hierhin gelaufen. Und konnten uns nicht wirklich verstecken. Aber hier können wir durch. Oh, das ist doch... Oh. Jetzt sind wir wieder in der Schule. Wir sind wieder in der Schule. Das glaubt mir kein Mensch. Wir sind wieder in der Schule. Der bringt alles durcheinander. Ich habe das Gefühl langsam... Der bildet sich das überhaupt alles komplett ein. Aber wir werden sehen, wenn das Ende dann irgendwann mal folgt, wo wir dann landen letztendlich. Das Mädchen ist weggelaufen, das ist Jessica. Okay. Ja, ziemlich spät noch in der Schule, ne? Wo ist die hingelaufen, ne? Gott, ich hab Angst. Ich hab richtig... So Schulen sind richtig gruselig. Ein Wunder, dass wir überhaupt alle zur Schule gehen müssen, wenn es immer so gruselig ist, oder? Finde ich jetzt, persönlich. Schulen sind doch mega gruselig, ey. Und dann müssen wir alle in die Schule gehen, hallo? Da stimmt doch schon mal irgendwas nicht. Hallo? Hallo? Die Frage ist natürlich, warum ich zuerst in das Zimmer reingehe, wo es niemanden gibt und was verschlossen ist. Das muss mal einer... Die Logik muss mir einer erklären, ne? Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, da ist vielleicht irgendwas interagieren hier. Wir können zocken. Oder auch nicht. Eine E-Mail können wir lesen. Peter Porcari. Oder, ja, Pater, Entschuldigung. Ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussitzen. Aussetzen. Oder aussetzen. Ja, wäre vielleicht auch aussetzen gegangen. Um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Luther Milch erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich. Und das bezweifle ich nicht. Armes Mädchen, ich weiß, sie hatte schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt und ihre Mutter, was ihre Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls mein Pater Luther Milch. Was für ein Name, Luther Milch. Luther Milch. Okay, weiter geht's. Dass Jessica nicht auf dem Schulausflug zur Klavierfabrik sollte und ich stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Die haben irgendwie Angst um Jessica. Und wir kannten Jessica. Was es jetzt damit zu tun hat, werden wir wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels rausfinden. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf
dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige Ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden Sie an dem Tag in der Bibliothek lassen. Aha, die haben Sie also irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt, finde ich. Ja, aber was hat das damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. I got no idea. Und jetzt gehen wir mal weiter. Eine Tür ist offen. Aha. Oh ja, das ist gut. Wie viel haben wir denn mittlerweile jetzt? How the fuck do I get out of here? Oh, wir haben einige Batterien gesammelt. Das freut mich. Oh Gott, hier müssen wir durch. Guten Tag. Ist hier jemand da? Keiner da. Kein PC an, wo wir interagieren können. Okay. Und jetzt, wo durch? Wohin? Wohin? Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Und das klingt immer so gruselig, ne? Das klingt einfach ekelhaft gruselig. Wow! What the fuck? What the fuck? Oh Gott, was ist denn hier im Boden passiert? Don't go. Oh Gott, mir läuft's echt in den Schauer runter und... Was soll die Scheiße, frage ich mich dann immer. Was soll der Kack? Oh Gott, das Spiel ist echt heftig, ey. Mann, ey. Wirklich schlimm, wirklich. Unfassbar, ey. Ich hab so Angst. Warum tue ich mir überhaupt so eine Scheiße an? Eigentlich könnte ich mich auch auf die Couch legen. Das wäre viel gemütlicher. Und, ich glaube nicht, dass ich mich so erschrecken würde, bei egal was für eine Horrorfilm. Es gibt einfach keine Horrorfilme, die irgendwie so an Spiele rankommen. Obwohl, ein Horrorfilm finde ich richtig gut. Das ist, Paranormal Activity, weil das finde ich, das kann auch irgendwie wahr sein. Da finde ich echt irgendwie alle Teile geil. Ihr könnt mal vielleicht in die Kommentare schreiben, euren Lieblingshorrorfilm. Und dann gucken wir mal, was zusammenkommt. Und ob ihr euch vielleicht mal irgendwie untereinander austauschen könnt. So, jetzt müssen wir mal nachladen. Mehr geht leider nicht. So, Dokumente, die wir nicht benutzen können. Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass wir vielleicht... Warum hängen überall dieselben Porträts? Wer bist du? Ha, ha, ha. Das sind Zwillinge. Das sind Zwillinge, Leute, oder? Also ich finde schon, dass das Zwillinge sind. Aber was sie jetzt damit zu tun haben, keine Ahnung. Oh ja, eine Batterie, sehr gut. Finde ich gut. So, ich muss einfach entspannter werden. Ich muss viel entspannter werden. Und mir einfach mal Ruhe zureden. Dann wird alles gut, Leute. Dann wird einfach alles gut. Und wir schaffen das Spiel auch ohne Nervenzusammenbruch. Shit. Überall schon wieder diese Fotos, ne? Die waren wohl irgendwie beliebt hier an der Schule. Keine Ahnung. Es scheint auf jeden Fall eine sehr christliche Schule zu sein. Aufgrund der ganzen Poster vom Jesus. So. Ja, hier ist auch nichts. Es geht irgendwie immer weiter, oder? Gibt es da mal ein Ende von den Zimmern? Ah! Ja, das hat sich gelohnt. Der Schulausflug hat sich gelohnt. Wir wurden nicht erschreckt und haben sehr viele Batterien eingesammelt. Das war doch gut. Da sind irgendjemand was. Hallo? Oh Gott, ich habe schon wieder so Gänsehaut am Körper. Das ist nicht angenehm. Wirklich gar nicht angenehm. Ein weiteres Bild, was wir ja schon kennen aus der letzten Folge, glaube ich. Oder vorletzten. Ich blick da gar nicht mehr durch. Hallo? Können wir nicht durch. Schulen sind mega gruselig, wirklich. Okay, da müssen wir hoch. Das war jetzt offensichtlich. Da ist schon wieder das Bild, das wir auch kennen. Oh Gott, ich will die Kamera nicht anmachen, Leute. Das wird schrecklich. Och, doch nicht. Boah, ich hatte das Gefühl, dass
Es hätte ja sein können, dass da jetzt wieder irgendwas vor uns war oder so. Ich stelle mir das richtig gut vor, dann machen wir die Kamera an, Nachtsicht an und auf einmal steht da irgend so ein scheiß Vieh und dann... Boah, ey, da habe ich schon gar keine Lust drauf, ey. Das wären auch gute Momente für das Spiel gewesen, dass sie das so einbauen, dass man, wenn man ohne Kamera hochklettert, dass man... Oh, ne, was ist das denn? Hä, die packen mich direkt. Was soll das denn? Da ist dieser Fallschießer. Praise God. Forgive me, Lord. But I have no shame. Nein. Gott. What would you now think? There you go. God, please, whatever you want. He's a mark. He's pure. He is the Skull Messiah. You halfwit dog's cut! He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. Die sind schon ein bisschen krank, die Leute. First we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Nein. Let's get on up that hill. Oh nein, ich bin doch nicht der, für den die mich halten. Mist. He will give us his gospel. Kamera? Scheiße, die Kamera ist weg. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will. Shit. Ich hoffe, die zwei Religionskämpfer da begegnen sich gleich und freuen uns irgendwie. Nein, ich will da nicht drauf. Don't do this, please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us, to guide us in salvation after the end. A gospel? The truth, your guidance. You suffered a long time with you. Well. Old Nick, I guess we better put those nails in. Wait! Oh my fucking God! Nein. Good. That wasn't so bad, was it? What's this? Nick, hand me that. Oh my God! A record. Of course. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon. I must study his lessons. Drive the other nail in. Oh nein. Das wird doch jetzt nicht so enden, oder? Oh. Fuck, ey. Da kommen wir auch nicht mehr von alleine frei. Wir kommen da nicht von alleine frei, Leute. Wie krank war das? Also, die sollen uns nicht irgendwie ans Kreuz nageln. Die nehmen das irgendwie alles viel zu ernst, die Religion. Wirklich. Ja, wie sollen wir uns dafür freuen? Die Nägel durchziehen, oder was? Oh Gott, das wird wehtun. Oh nein, das müssen wir... Wir ziehen die Scheiße raus, oder was? Gott. Das müssen Schmerzen sein, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Die Hände kann er nicht mehr benutzen, ne? Das heißt auch keine Kamera mehr tragen. Verdammt nochmal, ne? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Der ist fast ohnmächtig. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich sehe doch nichts. Ich sehe gar nichts. Wie sollen wir dann Verband finden? Hier geht's weiter, oder was? Na, hier war das Kreuz, wo wir drauf waren. Da ist das Licht. Mann, ey. Oh Gott. Da hinten liegt doch ein Verband, oder? Nee, auch nicht wirklich. Gott, wenn die uns sehen, dass wir uns befreit haben. Nein. Oh Gott, die Bastarde. Schon ist passiert. Gerade rede ich davon und schon ist passiert. Da haben wir auch keine Chance gegen die. Wir haben ja auch keine Waffen. Das ist auch einfach ein Weichei, was es angeht. Das habe ich ja schon oft genug festgestellt in so vielen Folgen. Jetzt versuchen wir den Verband mal erstmal zu finden. Mann. Das Problem ist, der kann sich ja kaum bewegen. Ey. Wie sollen wir das schaffen? Komm, beweg dich jetzt. Der muss sich erstmal so bewegen, dass wir erstmal sehen, dass wir überhaupt was können. Weil wenn er so benommen ist, dann passiert erstmal gar nichts. So, gehen wir erstmal in die Hocke. Und gehen da mal rein. So. Oh, hier geht's auch noch weiter. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen vorhin. Problem ist, wir sehen ja auch nicht viel, ne? Da vorne ist ein Verband, Leute. Oder eine Batterie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die sieht mich nicht, oder was? Oh Gott, der hat mich doch gesehen. Der hat mich doch gesehen, ich wollte gerade sagen. Oh Gott, das ist so... Das ist so... wirklich... Mann... Ärgert mich das. Wirklich, das ist zum Kotzen. Wirklich. Mann, ey. Wir suchen den Verband in der nächsten Folge von Outlast 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, dürft ihr diese gerne bewerten. Bis zum nächsten Mal bei Outlast 2.